Trink, du Plastikkind. Upsi. Jawoll. Oh, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt auf gut, den schönen ja? Trenchcoat. So. Geh, kotzt. Ich werde jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Ach ja, schön hin und her wiegen. Ich bin nicht dafür. Hey, tu Dinge. Prum, das ist Einschlafstimmung. Wettrennen vor meinem Fenster. Jetzt vorsichtig. Mein Gott, das sieht voll tot aus. Okay. Haha. Okay, da hören meine mütterlichen Fähigkeiten auf. Arme Kleine, das Leben wird nicht leicht für sie. Ja, offensichtlich. Was ist das? Ach so. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man ihm wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe. Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. In der Schublade im Wohnzimmer. Das hat Susan gesagt. Jawohl. Gern wär zur Schublade. Hier sind lauter Schubladen, verdammt. Was haben wir hier? Komm das angucken. Hallo. Da sind Bierflaschen, Mann. Bierflaschen sind interessant und wichtig. Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf. Oh. In dem Fall gar nicht so unangebracht, der Spruch. In dieser Schublade also. Tada! I can have Nokia! So, kommen wir jetzt wieder zur Türe raus, zur normalen Türe so. Geht doch. Na doch, Arschloch! Klick,
Klick, klack. Ach Gott. Hab ich irgendwas vergessen? Ich meine, sie liegt jetzt da halt, ne, so halbtot. Aber sie wollte ja nicht ins Krankenhaus. Okay. Nein, ey. Okay, sofort. Gleich jetzt weiter. Winzig kleine Unterbrechung. Ich bin sofort wieder da. Und zwar nicht erst in einem Monat, sondern sofort. Also in ein paar Minuten, dann mache ich weiter. Was habe ich gesagt? Wir machen instant weiter. Verdammt. Moment nochmal. Moment. Entschuldigung. Okay. Das ist die Garage. Beziehungsweise der Kfz-Mechaniker. Ich muss immer an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft. Aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Der Parkschein in der Origami-Figur führt zu dieser Werkstatt. Was werde ich hier finden? Entschuldigen Sie? Hallo? Hey. Oh. Hey, Ray. Sorry, war beschäftigt. Oder wie Roy? Heißt der Roy? Der heißt bestimmt Roy. So wie Siegfried und Roy. Ich möchte... Mein Auto. Mein Auto. So gut. Ich möchte... Mein Auto. Ist ja gar nicht mein Auto, aber ich möchte es mal haben. Also, ich habe hier so einen Zettel. Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. War ich schon mal hier? Das Auto ist seit zwei Ich erinnere Jahren mich nicht. Hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Für zwei Jahren? Hier, drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl Danke. Finden Sie am Ende der Werkstatt. Ah, einen schönen Tag noch, Meister. Ah, ja. Das Auto steht seit zwei Jahren hier. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Ein Fall für Galileo Mystery. Stecken etwa die Illuminaten dahinter? Tun Dinge. Ich mag diese Aufzüge irgendwie nicht. Die machen mir immer ein bisschen Angst. Boah, ey, mein Controller vibriert heftigst. Also ich könnte mich damit jetzt selbst befriedigen, wenn ich wollte. Aua. Ich muss husten, musste. Und jetzt laufen wir im Zickzack, zack, zick, zack. Ach so. Ich muss herausfinden, welches das Auto ist. Okay, da hinten hat's geblinkt. Das ist das große, dreckige. Nochmal. Nein, es ist der komische Flitzer dahinter. Aber der dürfte jetzt wieder aus sein, ne? Aus, zu, meine ich. So. Hüpfen wir doch mal rein. Ist doch gar nicht so schlecht, die Kiste. Was haben wir denn hier? Da ist nix. Was ist da? Das ist zu. Da steige ich wieder aus. Nein, nicht aussteigen. Achso. Was ist das? Ein iPad. So, können wir sonst noch irgendwas angucken? Nein. Na dann, hau rein. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen.
Verdammt. Ja. Mach mal. Tucker, 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 tucker. Das Auto ist braun, wie ekelhaft. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Rechts halten und die erste Ausfahrt nehmen. Ja. Mi. Husten, verdammt. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Ich habe das Fenster. Hören Sie genau zu. Jetzt übrigens geschlossen. Oh mein ich Gott. Hoffe, dass ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Ja, los. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Eben, und so schwer ist das nicht. Gegen so Geisterfahrer gibt's doch dauernd mal. Das ist voll easy going, Mann. Ich muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Eben, los jetzt. Hoppa! Charge! Okay. Konzentration. Los! Viel zu einfach. Wow. Ich bin echt gut. Nein. In 3 Meilen haben Sie Ihr Ziel erreicht. Shit. Wow. Okay. Okay. Come on. Schon aus dem Weg, verdammt, aus dem Weg. Ja, Mann, aus dem Weg. Bullerei. Jark. Brum. Jawohl. Hey, ich hab doch... Oh, Mann, oh. Scheiße. Okay, ihr seid nicht Fan von mir. Ich sehe das schon. Ey. Okay. Scheiße, Panik! Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel ja, komm, drück das Scheiß-Display. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das jetzt Display. Drück das Display, du... Ziel ach, du Scheiße. Bitte drücken Sie das Display. Ihre Ziel... Ich stelle mich hier gerade auf den Kopf. Das ist ein sehr lustiger Anblick, glaube ich. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Also, es kommt sehr gut.
Hopp. Ja, komm, nimm das Teil. Nimm das Ding und hau ab. Ich krieg nämlich langsam Schmerzen im Nacken. Von diesem über den Kopf stehen. Nee, komm.